Liebe Mitmenschen, jetzt bin ich schon wieder innerhalb kürzester Zeit. Mich lässt diese Air Defender-Geschichte nicht los. Und dann habe ich das mal auf mich wirken lassen und ich habe nur Gefahr gespürt. Und dann habe ich diese Gefahr zugelassen. Nicht Angst, sondern die Gefahr. Man muss einer Gefahr in die Augen schauen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und es gibt ja Dinge, über die man nicht sprechen sollte und man sollte sie innerhalb von 36 Stunden umgesetzt haben, ohne ein Wort darüber zu sprechen, damit sozusagen diese reine Idee nicht von auch dunklen Kräften empfangen werden kann, die eben über das ausgesprochene Wort diese Dinge empfangen. Und darum muss es geheim und rein bleiben, bis es umgesetzt ist. Dann hat niemand Zugriff. Auf der anderen Seite ist es wichtig, etwas zu benennen von der dunklen Seite, wo man eine Ahnung hat, eine Vorahnung. Und dann in dem Moment, wo man das ausspricht, entzieht man diesen Kräften die Kraft, sodass sie sich über sich selber aufregen. Hey Mann, jetzt hat er uns erkannt. Und dann das dem Göttlichen zur Verfügung stellen. Und genau das ist es jetzt, was ich jetzt euch heute sagen möchte. Ich habe nämlich so eine Ahnung, dass diese Air Defender-Geschichte nicht nur eine Übung ist. Da werden Dinge aufgefahren, die man für eine Übung überhaupt nicht braucht. Das ist viel zu viel. Und dann auch noch von Japan her, von der Ostseite her, auch noch, ja. Also da ist was Größeres im Busch. Und nun fasse ich das in Worte, was ich ahne. Es ist ein uraltes Muster von Amerika, einen Fall zu inszenieren, um dann die Berechtigung zu haben, loszuschlagen. Ja? Also, und was erlebe ich in diesen Tagen? Ukraine ist weich gekocht. Die Deutschen sind weich gekocht, die reagieren schon gar nicht mehr. Wieder mal auf Nord Stream 2. Ja, da gibt es keinen in Deutschland, der aufsteht und sagt, Moment mal, du hast ja uns angegriffen und will da hier genau wissen, um was es geht. Im Gegenteil, die verteidigen sogar noch den Angriff. Ja, das ist ja sowas von pervers und daneben, das hält sich ja im Kopf nicht mehr aus. Ja. Also, das heißt, die Amerikaner konnten überprüfen durch diese Sprengung, wie doof wir im Prinzip so, schon sind und können jetzt unter Umständen zum nächsten Angriff gehen. Denn ihr müsst eines wissen, Rammstein ist ein Staat im Staat. Die können sich hier alles erlauben, was sie möchten. Das ist ein eigener Staat. Und gleichzeitig bezahlen wir sie auch noch dafür, dass sie machen können, was sie wollen. Das heißt, ich bin mir überzeugt, dass Deutschland nicht alles weiß, was hier bei dieser Übung stattfindet. Dass das nur Rädelsführer wissen und Deutschland gefälligkeitshalber sein Gelände zur Verfügung stellt. Und nur so ein paar dumme Handlanger. Ja, also ich kann es nicht anders benennen. Bitte, ich polarisiere nicht, sondern ich beziehe Position. Ganz einfach. Und wenn mir jemand was erzählen will, dass das doch gescheit ist, dann darf er mir das gerne erzählen. Gut. So, und jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass während der Luftübung der Air Defender 23 hier irgendwas geschieht, was man den Russen in die Schuhe schieben kann, um dann die Berechtigung zu haben, loszuschlagen. Das ist so ein einfaches, billiges Muster, das sie immer angewendet haben, in jeglicher Beziehung, denn er braucht ja gar nichts mehr anders einfallen. Es funktioniert ja. Es funktioniert. Und das ist jetzt so ernst ist. Das zeigt eben auch, dass ich euch ja schon mal was erzählt habe von Wladimir Solovjov, der in dem Buch Die Rechtfertigung des Guten, ja, ich muss hier aufpassen, sonst weht mir der Wind alles davon. Da in diesem Buch
Die Rechtfertigung des Guten, hier Ausgabe 1922, so ganz zerfleddert. Ganz klar drin geschrieben, ursprünglich ist es von 1897. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass von heute ab unvermeidliche Aneignung der technischen und kulturellen Hilfsmittel des Westens durch die gelbe Rasse für diese nur ein Mittel sein wird, um in einem Entscheidungskampf die Überlegenheit ihrer eigenen geistigen Prinzipien über die europäischen zu beweisen. Dieser bevorstehende Waffengang zwischen Europa und dem mongolischen Asien wird natürlich der letzte, aber dafür auch furchtbarste Weltkrieg im wahrsten Sinne des Wortes sein. Und es ist nicht gleichgültig für die Schicksale der Menschheit, wer den Sieg in diesem Kampf davontragen wird. Also hier wird sehr deutlich gesprochen von der Auseinandersetzung zwischen auch Amerika und China. Und das Gleiche, ich habe es ja schon mal in einem Video erwähnt, ist auch hier in dem Werk von Bernhard Leavihood, dem 21. Jahrhundert entgegen, beschrieben und da wird eben gesagt, dass Rudolf Steiner 1924 gesagt hat, der wahre Gegensatz liegt nicht zwischen Russland und Amerika, das ist nur Schein. Die wirkliche Auseinandersetzung kommt zwischen China und Amerika. Ob diese über Europa kommen wird oder über den Stillen Ozean, ist die Frage. Europa mag hoffen, dass sie über dem Stillen Ozean stattfinden wird. Ich habe, also Bernhard Leavihood, diese Worte von Albrecht Strohschein erfahren, der die Besprechungen mit Rudolf Steiner mitgemacht hat. Und ich füge selber hinzu, das wird davon abhängen, ob Europa genügend christliches Licht ausstrahlt. Also auch hier wieder. Und dann gibt es ja noch den Albert Pike, der bereits 1871 postuliert hat, drei Weltkriege. Und eben der dritte steht noch aus. Dann die ganze Geschichte mit der Impferei und der Manipulation der Natur des Menschen über Chemiewaffen sozusagen im menschlichen Körper. Und ich habe von Roland Blocher 1993 erfahren, wie in einer Chemiefirma ein Mensch ein eigenes Labor hat, in dem er sich eine Formel ausdenkt, die er dann mental auf Bakterien überträgt, dass diese Bakterien sozusagen diese Formel dann ausführen. Und gerade heute habe ich ein Video zugespielt bekommen, wie also Bill Gates offensichtlich hier Fliege züchtet, milliardenfach, die in die Welt hinausbringt, die ja, mit Sicherheit nicht gerade Gesundheit verbreiten. Also auf allen Ebenen, auf der technischen Ebene, auf der biologischen Ebene, chemischen Ebene, dann auf der gesetzlichen Ebene, überall wird herumgedoktert, um uns mehr oder weniger fertig zu machen. Ja, und das Schöne ist, dass wir jetzt den Mühlhiesel auf unserer Seite haben. Wir haben den Alois Hürtmeier auf unserer Seite. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, auf etwas von Herrn Duschek, der diese Gralsmacht schreibt. Und das beziehe ich wirklich jetzt auf die heutige Zeit und auf speziell den Termin des Air Defender 23. Es mag sein, ich übertreibe jetzt. Es kann sein, es wird nicht so schlimm, wie ich mir das vorstelle, aber es kann so werden. Und es wäre natürlich fatal, jetzt nicht darauf hinzuweisen, dass die Lage jetzt wirklich richtig ernst wird. Rudolf Steiner warnt, entweder werden sich die Menschen entschließen, die Spiritualität zu haben, von der ich eben gesprochen habe, eben einer echten Spiritualität, oder der Untergang des Abendlandes ist sicher.
kein Hoffen, kein fatalistisches Ersehnen eines von selbst kommenden Besseren kann helfen. Ich habe das schon mal vorgelesen, aber es sind ja mittlerweile auch neue Abonnenten dazugekommen. Für die eine ist es Wiederholung und das ist gar nicht schlechte Wiederholung, für die andere ist es neu. Die Menschheit ist einmal in die Epoche der freien Benutzung ihrer Kräfte eingetreten und die Menschheit muss diese freien Kräfte wirklich handhaben. Einerseits die Spiritualität, aber auch die auf den Boden zu bringen. Das heißt, die Menschheit muss selber entscheiden, ob sie die Spiritualität haben will oder ob sie sie nicht haben will. Wird sie sie haben wollen, dann wird ein Fortschritt der Menschheit möglich sein. Warum? Weil der Ursprung des Ganzen liegt im Spirituellen. Wenn wir nur im Materiellen herummachen oder über Kopfschlägereien, über Argumentationen, dann kommen wir nicht an den Ursprung. Nicht an den Ursprung des heutigen Desasters. Und deshalb können wir da nur vom Spirituellen angreifen und da von daher wirken, diese Kräfte in den Griff zu kriegen. Wird sie sie, also die Spiritualität, nicht haben wollen, dann ist der Untergang des Abendlandes besiegelt. Dann wird unter den furchtbarsten Katastrophen eine ganz andere Fortentwicklung der Menschheit stattfinden müssen, als sich viele heute träumen. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg stürzt die Menschheit auf den Dritten und Letzten Weltkrieg zu, der in wenigen Jahrzehnten die nachatlantische Zivilisation vorzeitig in den Abgrund reißen wird. Wir stehen vor der nachatlantischen Sintflut, die durch den Krieg zwischen den USA und China über große Teile der Menschheit kommen wird. Das steht in der Gralsmacht, aber von Herrn Duschek, Band 2, 10 bis 12. Denn das Leid, das den Menschen tagtäglich angetan wird, schreit zum Himmel. Das habe ich übrigens schon 2012 runtergeladen und geschrieben ist es schon worden 1982. Ist also jetzt hochaktuell und steht jetzt vor unserer Haustür. Rudolf Steiner prophezeite diesen großen Krieg zwischen Asien und dem Westen trotz aller Abrüstungskonferenzen, weil aus dem, was aus dem Westen kommt, die Asiaten nicht etwas sehen können, was Geist des Westens ist, der ihnen deshalb leuchten kann, und zu dem sie Vertrauen werden haben können, weil sie dafür Verständnis haben aus ihrer eigenen, ob zwar in die Dekadenz gekommenen Geistigkeit heraus. Heute leuchtet, in Anführungsstriche, dem Osten die geistlose Abartigkeit des Amerikanismus mit seinen Ausläufern in Europa und immer größeren Teilen der Welt in immer ekstatischerem Tanz ums goldene Kalb bzw. in Klammer S, Tier, S, letzte Buchstabe T, ich spreche es nicht aus, Geld, Ruhm, Macht und Sex entgegen. Wäre das moderne Gralsgeschehen und die durch spirituelle Kraft bewirkte Flugtechnik in Mitteleuropa auf Grundlage des Christusgemäßen, der christusgemäßen sozialen Dreigliederung. Und genau das sage ich ja immer, die Leute, die über soziale Dreigliederung sprechen und nicht den Christus zur Basis haben, höchstens drüber schwätzen, aber kein Erleben dazu. Sorry, ich muss das halt immer wieder sagen, weil es so ist. Und wenn ich mal jemanden treffe aus diesen Kreisen dann, und ich bei dem das erlebe, dass der das wirklich auf dieses Fundament stellt, dann sage ich das euch gleich, aber bisher habe ich keinen einzigen gefunden. Eben und wäre das moderne Gralsgeschehen und die durch spirituelle Kraft bewirkte Technik kulturtragend und offiziell inauguriert worden, dann hätte diese moderne Form der atlantischen Friel-Tao-Kräfte den Asiaten, insbesondere den Chinesen und ihren Seelenuntergründen vertrauensvoll als Geist des Westens entgegenleuchten können. Da die kulturtragende Mitte nach dem 30-jährigen Krieg, dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, ausgeschaltet wurde, konnte sich der antichristliche Zentralismus, vertreten durch die EU, NATO und so weiter, schließlich durchsetzen. Also die Voraussetzung war der 30-jährige Krieg, der Erste und der Zweite Weltkrieg, dass das ganz runtergedrückt wird, die ganze Moral und alles, was dazugehört. Dadurch, dass es ausgeschaltet wurde,
konnte sich das durchsetzen und meines Erachtens hat das 1965 begonnen. Und das hat schließlich die Folge eben, dass die unvereinbaren Pole Ost, also China, und West, USA, sich heute und von Jahr zu Jahr mehr astral bekriegen, um sich letztendlich im Big Bang auf dem physischen Plan aufeinander zu stürzen. Diese Ernsthaftigkeit, und das ist bereits bewiesen durch einen Amerikaner selber, der gesagt hat, ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, der China den Krieg erklärt hat, 2025 wird dieser Krieg kommen. Das ist offiziell angesagt. Ja? Und drum, bevor dann so ein Großkrieg ausbricht, muss man natürlich erstmal Russland ausschalten. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Und wer da immer noch vor sich hin träumt, bitte gern ohne mich. Ich bin da, um jetzt Gas zu geben und mit Hilfe der göttlichen Kräfte und eben in Humisal sind die integriert, denen dann den Auftrag zu geben, so ihr wacht über das Ganze. Da komme ich nachher noch drauf. Und jetzt nenne ich den Namen doch, dieses Antichrist. Der Einfluss Sorats durch seinen zivilisationsvernichtenden Impuls um das Jahr 666 reichte bis zum Jahr 2493, also über einen Zeitraum von 1827 Jahren. Er konnte sich aber wegen der zeitlichen Nähe zum Mysterium von Golgatha nicht durchsetzen. Nach 1332, also zweimal die 666, mit seinem Einfluss von zweimal an 1827 Jahren, ergreift Sorat beginnend mit dem Aufsteigen aus dem Meer 1933 seine dritte zivilisationsvernichtende Chance, dass sich von 1998, dreimal 666 ausgehend, sein Einflusszeitraum bis in das Jahr 7479 erstreckt. Dreimal 1827 und so weiter. Mit dem Jahre 7893 sollte die reguläre nachatlantische Zeit nach Ende des Krieges aller gegen alle abgeschlossen sein. Es ist so, dieser Zeitfaktor, ich glaube, der hat sich brutal verkürzt. Und eben dieses Tier, das wird jetzt alles daran setzen, zumal es erkannt wurde. Und gerade im Jahr 1998, wo er richtig auf den Plan getreten ist, habe ich Humisal an die Seite bekommen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, in welchem Spannungsfeld ich da drin war. Und nur durch übermenschliche Kräfte es mir möglich war. Und das bis heute durchzutragen. Und mit Humisal, da bin ich mir sicher, mit diesem Bündnis, mit den höchsten geistigen Mächten und Kräften bis herunter zu den Elementarwesen und in Kombination mit unserer eigenen Seele, mit unserer eigenen Ich-Kraft sind wir möglich, das Ganze zum Guten zu wenden. Ich habe mich oft gefragt, warum kommen die Informationen zu mir? Warum ich? Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt höre ich auf, warum ich, sondern dann bringe ich es einfach. So, das war das. Dann noch etwas. Diese Naturkatastrophe, die man jetzt überall erlebt, die sind hausgemacht. Wetter, das sind nicht nur Regentropfen und Wind und Schnee und Nebel oder Erdrutsche, die einfach so geschehen. Dahinter steht ein Wille. Es sind Kräfte, es sind Gedanken. Es ist ganz viel da drin, was dann sich im Wetter zeigt. Und eine wichtige Aussage da dazu von Rudolf Steiner: Jeder geistige Zerfall führt zu Naturkatastrophen. Und genau das ist jetzt der Fall. Es ist nicht nur der geistige Zerfall, sondern es wird auch noch unterstützt durch technische Dinge. Natürlich, wenn man
geistig zerfallen ist, dann bekommt man natürlich auch alle mögliche idiotische Ideen, um diesen Zerfall noch zu unterstützen. Und da gehört dann HARP dazu, Chemtrails und so weiter. Und die Einflussnahme mit elektromagnetischen Kräften, auch Erdbeben zu erzeugen, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und, und. Also die Dekadenz geht weiter. Wir haben sie jetzt auf alle Ebenen, auch das, was mit Kindern so passiert, braucht es nicht im Einzelnen erzählen. Und vor allen Dingen die ganz gezielte Vernichtung des Bauerntums. Und da erlebe ich eben auch, dass gerade unsere Lebensmittel, die wir in die Welt hinausbringen möchten, sozusagen auch massiv behindert werden. Und immer wenn ich da Anläufe machen will, dann mache ich zwar Anläufe, aber ich merke, ich habe die Kraft nicht, das auch noch zu machen, obwohl das wichtig wäre. Und darum wäre es mir am liebsten, wenn sich Menschen von außen zusammentun. Menschenskind, wir brauchen diese Lebensmittel vom Mörlihof mit dieser Humisalqualität für uns selber, dass wir selber weiterkommen, dass wir frei werden und ihr euch zusammentut. Und wenn es hunderte von Kilometern sind, ihr hierher fährt. Wir sind sowieso knapp mit unserer Arbeitskraft. Und eben dadurch, dass ich diese Aufgabe angenommen habe, diesen Weltfrieden bis Michaeli erreicht zu haben, da muss ich mich wirklich dahinter klemmen. Und da wäre es mir recht, wenn man da jetzt Menschen findet, die hierher kommen und hier die Lebensmittel abholen. Seit ich das auch gesagt habe, kommen jetzt tatsächlich einige Menschen, die sich zusammentun und dann eben hier abholen. Und da freue ich mich. Und es wäre klasse, wenn die kommende Ernte wir komplett über euch dann verkaufen könnten, zu euch bringen könnten. Gerade unser Dinkel und unsere Kartoffeln. Ich habe bisher noch kein eigenes Lager für den Dinkel, aber das möchte ich errichten, damit unsere komplette Ernte zu euch kommen kann. Und zwar eben mit der Humisalqualität, wo ja wirklich der Mensch ausschlaggebend ist für diese Qualität in Kombination mit der geheilten Erde. Und da gibt es ja jetzt einige Menschen, die haben sehr gute Erfahrungen mit der Humisalerde und auch in Kombination mit den Humisal-Silberlingen. Aber jetzt einfach nochmal heute ganz deutlich, wie wichtig jetzt die kommenden drei Seminare sind, wo wir eben Air Defender 23 in unsere Obhut nehmen, in die Obhut der Humisalkräfte mit euch gemeinsam. Und ich weiß nicht, wie es im Einzelnen laufen wird, aber ich freue mich jetzt schon auf euch und ich werde euch auch zum Beispiel nach Markl und Höchstädt Lebensmittel mitbringen, auch Humisal, Amulette. Und ich bin wirklich gespannt, was denn da geschieht und was während dem Air Defender dann geschehen wird. Und dass man da dann entsprechend Resümee ziehen kann, rückblickend, und wir dann sagen können, Gott sei Dank haben wir das unternommen, das zu postulieren und zu sagen, ihr finstere Kräfte, wir kennen euren Plan, wir haben ihn durchschaut und wir übergeben das Ganze den himmlischen Kräften und ihr werdet diese Chance, die ihr meint, jetzt zu bekommen, einen wirklich heftigen Schlag zu tun, den gibt's, aber von der lichten Seite her. Und wie sich das dann auswirken wird, das wissen wir noch nicht. Wichtig ist, dass wir unsere Kraft in die richtige Richtung lenken. Und das Ganze im Namen Christus dann dem Vater übergeben. Und eben, das Wichtige ist, die Marienkraft mit einzubeziehen, die Mutterkraft, auf die diese zerstörungswütige Gesellschaft losgeht und die Mütter missbraucht, die Kinder missbraucht, auch die Tiere, die Pflanzen, die Mutter Erde, alles Weibliche, alles, was auf dieser Erde, auf dieser Mutter Erde stattfindet, wirklich radikal vernichten möchte.
das wird so anders laufen. Das wird, weil wir es wollen. Und vor allen Dingen, ich will's. Ich will's schon lange. Und ich habe mir einige Fähigkeiten angeeignet, dies auch tatsächlich bewerkstelligen zu können, wie David gegen Goliath oder der Daniel im Feuer, ja, oder in der Löwengrube, ja, ist ja egal. Und ich lade euch herzlich ein, mit dabei zu sein bei diesen 3 Seminaren und es werden dann weitere folgen. Aber eben diese Air Defender-Geschichte und seit heute geht es mir gut. Seit ich dieses Video jetzt machen will, ich habe seit heute Morgen, merke ich, das ist wichtig, dieses Video jetzt zu machen. Es wurde freier, aber es kamen jetzt noch einige Ablenkungen und die musste halt jetzt auch noch durchstehen, so dass jetzt eben dieses Video zu euch dann kommen kann. Und wie ich es immer wieder sage, ich danke euch für eure Förderbeiträge. Das zeigt einfach auch eure Wertschätzung unserem Engagement gegenüber. Und ihr erkennt auch, dass das tatsächlich eine globale Auswirkung hat und nicht eine Geschichte nur für mein eigenes Klein-Klein ist. Und je mehr Menschen dies erkennen und diese Energie, diese Förderbeiträge auf den Mörlihof bringen, dann ist es etwas, was auch ihnen selber zugute kommt. Denn Geld ist Geist. Geld ist reine Energie. Und ich denke, wer diese Energie hierher bringt, jeder nach seinem Couleur, und der wird in irgendeiner Form auch den Dank dann erhalten. Vergelt's Gott. Euer Bauer Hubert Mürli.